Und damals, ich wohnte in Hamburg auf dem Kiez, als ich meinen Ex-Mann traf, haben wir direkt am Hamburger Berg, was ja heute noch alles sehr bekannt ist, und wir wohnten da und ich kannte jeden auf dem Kiez. Ich fühlte mich da wie zu Hause. Also ich konnte in jede Kneipe gehen, mir hat keiner was getan. Und ich war aber trotzdem noch, obwohl ich schon, ich glaube, ein Jahr oder so da war, ich war so naiv, ich wusste gar nicht, dass es Zuhälter gibt. Ich dachte, diese Mädchen stehen da und verdienen diese Kohle für sich. Dann war das Theater, John, mein Ex-Mann, war auch plötzlich DJ in einem Club. Er saß an der Bar mit einem weinenden Mädchen, die vorher zusammengeschlagen wurde von ihrem Zuhälter. Und plötzlich flog ihm eine Bierflasche, da hätte die Bildzeitung zwischengepasst, so am Kopf vorbei. Das war ihr Zuhälter. Er hat die Flucht ergriffen, sie kriegte anständig auf die Rübe. Dann war er auf der Toilette im gleichnamigen Club, egal wie der hieß, Sahara. Und er saß in der Mitte, das waren drei Klos. Es hätte auch ihn treffen können, ein Zuhälter schoss durch die Tür neben seiner Kabine. Gott sei Dank hatte er nur das Bein getroffen. Es war aber eine verfeindete Gang, wovon ich nie was gehört hatte. Das musste ich langsam lernen, nicht? Diese Gestalten. Das kann ich dir gut gern sagen, wie das Ganze gewirkt hat. Ich habe ja keine heutigen Drogen, ich habe ja früher die Reißleine gezogen. Es war früher so, das kannte ich aus Neumünster auch noch nicht, habe ich in Hamburg kennengelernt. Wir gingen auf die Toilette und da lag ein weißer Teller und noch einer, wo man sein Geld drauflegte, und auf dem weißen Teller lagen lauter kleine weiße Pillen. Das war auf dem Klo? Bei der Toilettenfrau. Bei der Toilettenfrau? Ja. Und da stand auch dran 25 Pfennig. Und ich sah dann immer alle sich da welche kaufen und so, und ich dann gefragt, was ist denn das, ne? Oh, da kannst du saufen und bist wach und so, ne? Na, wir natürlich, Feuer und Flamme, gleich welche gekauft, auf Tasche und los. Genommen, an die Bar gesetzt und getrunken, und auf einmal, wunderbar, Knall. Wir waren die Größten, wir konnten saufen, wir konnten zwei Tage durchmachen, aber wir konnten nicht schlafen. Ah, was waren das denn für Teile? Also das war damals, die gibt es auch heute noch, die werden in irgendeiner Psychiatrie angewendet. Bewegt sich zu viel. Die nahmen damals auch die Taxifahrer, um wach zu bleiben. Da dieses, Taxifahrer sogar? Ja, daher kam das auch, da das Gewerbe ja auch damals florierte auf dem Kiez. Und das waren sozusagen Uppers. Also so, wie man das heute mit Amsterdam... Speed. Die hießen wie damals? Kaptagon. Kaptagon. So, in Neumünster war natürlich keine Toilettenfrau, wenn man da war und vorglühen wollte und dann an die Straße nach Hamburg und so. Aber man hatte dann immer noch eine Ausweichmöglichkeit. AN1. AN1, was ist das denn? Das waren gelbe Pillen. Da nahmst du die doppelte Menge, die angegeben war, und die hatten dann die Wirkung der Kaptagon nicht ganz so gut, aber auch gut. Waren das denn, was genau war das denn? Waren das irgendwelche... Schlankheitspillen. Gibt es sowas, Schlankheitspillen? Du konntest ja natürlich, du kannst ja auch mit Speed nicht essen. Richtig. Dann gab es noch X-112 Tropfen, das waren auch Schlankheitstropfen. Weil man einfach keinen Hunger hat. Da nahm man sein Glas mit Cola rum. Und nach einer Stunde dann vielleicht nochmal, konnte es aber auch nicht pennen. Und das habe ich dann eine ganze Zeit durchgezogen. Alle. Also, was mich noch interessieren wollte, du warst ja da, die Kaptagon-Zeit war ja auch mit meinem Opa viel, ne? Ja. Und der hat ja auch einige Halluzinogene genommen und Sachen gesehen. Das hast du mir auch mal erzählt. Vielleicht willst du darauf nochmal. Ja, dazu muss ich allerdings sagen, ich persönlich stand nicht auf andere Drogen. Ich habe nur einmal, damals nannte man das ja noch Haschisch, weiß ich nicht, ob das heute noch so ist. Habe ich nur einmal dran gezogen, habe mich vollgekotzt und seitdem sind die für mich out. Also ne? Gras war nie so dein Ding. Mochte ich nicht. John hat aber alles durchprobiert. Also diese englischen Gruppen waren ja alle nicht ohne, sondern der hatte auch LSD und wie hießen die? Purple Hearts. Warte mal, was? Purple Haze? Was ist denn Purple Hearts?
die heißen Purple Haze in Englisch. Ich dachte, das war Gras. Die waren, nein, das Gras war so genauso wie heute. Ja. Aber die Purple Hearts waren Purple, ich lila dachte, und herzförmig. Ach, ich dachte Hearts 4, Purple Hearts. Nein. Ja, okay. Nein, herzförmig. Okay. Die gab's aber nur in England. Und wo die Engländer sich immer furchtbar darüber aufrichten, dass es die hier nicht gab, weil sie ja an den Grenzen kontrolliert wurden. Hm. So, dann haben die Engländer, die waren immer brandvoll mit Kaptagon und anderen Mischungen und gesoffen. Also der Alkohol floss in Strömen und da kannst du ja auch viel drauf trinken. Richtig. So, und das fand ich natürlich gut, aber da ich ja sowieso so ein bisschen leicht ADHS bin, also muss das ja furchtbar gewesen sein. War das denn auch so bei den Drogen? Weil das ist ja heutzutage so, wenn man sich jetzt ganz viel Amphetamine oder Speed, also es sind eigentlich Amphetamine, wenn man sich die jetzt zieht oder die in Tablettenform oder sonstiger Weise, wenn es das überhaupt gibt, nimmt, dass man auch so einen starken Kauer und so bekommen hatte. Ja, ja, grässlich. Hattest du das auch bei Ja, natürlich, einen trockenen Mund. Ja, ein Kamel gemacht, ne? Du hast mir mal die Story erzählt, dass mein Opa Elefanten und so einen Scheiß gesehen hat. Ja, der kam nach Hause von der Bandprobe. Und ich wusste nicht, was mit dem los war, weil er nicht gerade vor der Tür stand, sondern auf allen Vieren. Auf dem Boden gekrochen? Nee, er dachte, er war ein Hund. Und dann hat er auch noch gebellt. Nein, er hat nicht gebellt. Doch. Nein. Ich schwöre. Er hat gebellt. Und hat dadurch, weil ich nicht darüber lachen konnte und böse war, immer mehr gelacht. Er hat gebellt? Ja, er hat gebellt. Und nachher schlug das in eine Paranoia um. Ja. Yeah. Dann sollte ich ihn trösten, aber ich habe ja darauf geschissen, ne? Ich habe mich in mein Zimmer, das dauerte ganz lange. Und weißt du, was das war? Das war überhaupt gar kein LSD. Da hatte der Faber einen starken Haschkuchen gebacken. Oh, der Haschkuchen war's. Und den hat er, alles was du in dich reinfrisst mit so Drogenkram, ich habe das ja nicht genommen. Ich dachte ja, ich hätte meine Kaptagon im Griff, hatte ich aber nicht. Ne? Sondern ich habe nachher die Reißleine gezogen, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Dann hatte ich 3 Tage durchgefeiert und du weißt ja, früher hatte man noch so Blitzlicht in Diskotheken und dann lag ich in dem Kiez unten unter uns, eine Kneipe, laut. Oh, 3 Tage nicht geschlafen. Ich dachte, ich muss sterben. Oh, solche Herzrasen, ne? Da habe ich auch noch eine andere Frage dazu. Wie lange bist du denn immer wach gewesen oder wie oft hast du gefeiert? Wie viele Pausen hattest du dazu? Was heißt denn hier gefeiert? Wir waren jeden Tag. Der John hat ja da gearbeitet. Für wie lange? 2 Jahre. Durchgehend? Ja, ich wollte dann abends, hatte ich mir vorgenommen. Er musste ja immerhin, er hat das dann mit Alkohol aufgegossen. Und ich glaube, ich hatte auch Tage dazwischen, weil ich einfach zu scheußlich aussah. Das ist es nämlich Ging's auch. Ging's nicht. Und Depression davon gehabt.